Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Timmerborn-Folge von und mit eurem lieben Opa Mr. Namdos. Und ja, wir haben uns in der letzten Folge um so ein paar Dinge gekümmert, wir haben uns mal so ein paar Sachen angeschaut. Hier mit der Sternwarte war das, glaube ich. Moment, wo ist das Teil überhaupt? Da oben natürlich. Genau, mit der Sternwarte, die jetzt noch im Bau ist, diesem lustigen Windrad, beziehungsweise ne, diese Windmühle für die Energieproduktion und ein paar andere Sachen, Tempel, Schrein und hast du nicht gesehen? Davor hatte ich mich ja hier so ein bisschen so hier um unseren neuen Distrikt gekümmert, damit die Sachen hier so ein bisschen Sinn machen. Und ja. Noch so ganz nebenbei eine Sache oder eine Anmerkung in eigener Angelegenheit. Ich produziere ja jetzt schon oder versuche zumindest hin und wieder mal den ein oder anderen Short zu produzieren hier zu meinem Kanal. Und aktuell ist es noch so, dass ich dafür ein Plugin verwende, das auch schon von verschiedenen Leuten hier auf YouTube vorgestellt wurde und empfohlen wurde. Für verschiedene Aufgaben, also nicht nur um da halt, was ich jetzt halt mache, parallel aufzunehmen, halt diese Shorts, damit ich die dann entsprechend schneiden kann. Deswegen mache ich da zwei Aufnahmen, also einmal das Spiel ganz normal halt über OBS die Aufnahmen und dann nochmal parallel dazu diese Short-Geschichte. Und damit habe ich immer ein bisschen Probleme. Also manchmal funktioniert es gut, also dass er das macht, was er machen soll. Dann funktioniert es nicht. Er nimmt zwar auf, aber nicht im, das hatte ich schon mal erwähnt, nicht im Short-Format, sondern im normalen 16:9-Format, was mir natürlich nichts bringt. Ja? Oder aber was auch schon gerne mal passiert ist, dass sobald man die Aufnahme über diesen Short, über dieses Plugin startet, weil hier muss man zwei Aufnahmen haben, ne? Einmal wie gesagt für OBS und die andere für die Short-Geschichte, dass dann alles abstürzt. Ja, gesamte Computer wupp weg, also direkt Bluescreen. Und das ist auf Dauer ist das nichts Gutes. Und ich muss mir da was anderes überlegen. Also das Teil wird zwar eifrig weiterentwickelt von dem Hersteller, der das hier macht. Dieses Plugin ist ein Nebenprodukt zu einem anderen Softwareteil fürs Streaming. Ich habe ja das jetzt so im Detail nicht angeguckt, weil ich nicht streame, ist aber speziell dafür ausgelegt. Arbeitet halt unter anderem mit OBS zusammen und macht da ganz wilde Dinge. Es geht da irgendwie um Interaktion mit den Zuschauern und so. Was mit Sicherheit sinnvoll ist. Und da ist dieses Vertikalteil da, dieses Plugin ist ein Teil davon und das wird unter anderem halt auch frei, also freigegeben worden halt von dem Entwickler, damit man da halt die Möglichkeit hat, ne, es ist bei OBS mit einzubinden, ohne dass man halt dieses Hauptprogramm von dem Entwickler nutzen muss. Funktioniert nur sehr bedingt. Funktioniert nur sehr bedingt und macht mir eigentlich mehr Sorgen als alles andere. Es frisst Zeit. Ne? Ich muss das dann jedes Mal hier wieder neu starten und hin und her und hast du nicht gesehen. Und wenn das Programm abstürzt, also der gesamte PC dann sowieso komplett neu startet. Nee, also entweder lasse ich das mit den Shorts sein oder ich mache es wieder ganz normal über mein Smartphone, wie ich das vorher gemacht habe, oder ich muss mir eine andere Geschichte einfallen lassen. So geht es ja jedenfalls nicht. Das nur mal so ganz nebenbei. Ja, wir müssen aber hier Dinge tun, das ist viel, viel wichtiger. Wir haben ein Gebäude, das immer noch Arbeiter benötigt. Das ist der andere Distrikt. Und keine Aufgaben in Reichweite. Das ist, glaube ich, auch da. Einen Moment. Achso, nee, das ist immer noch der. Und das ist der mit den Arbeitern. Ja. Mal ganz kurz. Ja. Geht da ganz kurz hin. Jetzt seid mal hier ein bisschen fruchtbar und mehret euch, ja? Also, na gut. Ein Nachwuchs ist da. Reicht natürlich nicht. So. Ich bin schon wieder rein. So, wie sieht's hier aus mit dem Bauen? Das ist so eine Sache. Der ist am dürsten. Das ist nicht so gut. Einen Moment, da kann man aber Dinge tun. Ich könnte hingehen und beispielsweise hier einfach mal so einen weiteren kleinen Wassertank hinsetzen. Und ja gut, hier besteht schon einer, aber trotzdem sind die hier halt hier oben. Oder. Ich mach das anders. Warte mal, Augenblick. Das war wieder so ein Schnellschuss. Ich nehme den hier weg. Und dafür setze ich den dann
Kleiner Wassertank setze ich den dann hier hin. So machen wir das. Okay. Ist, glaube ich, besser. Auch wieder eine gewisse Dringlichkeit. So. Ja, ich überlege, hier habe ich schon einen Wassertank weggenommen, weil das natürlich, ne, ich habe hier nicht unendlich Wasser zur Verfügung. Und überlege, ob das noch hier geht oder ob ich jetzt da auch hingehen müsste, beispielsweise da hier einen weiteren wegzunehmen. Ich meine, ich habe ja hier einiges an Wassertanks. Es ist ja nicht so, als wenn da hier nichts existieren würde. Und dann müsste ich einen räumen. Das würde ich aber erst dann machen, wenn der andere schon dann hier umexistiert. Und ja, solche Dinge halt. Cool. Ich würde natürlich auch noch hingehen und einen weiteren, eine weitere Wasserpumpe hinzusetzen, aber da brauche ich Leute für dich. Ja, aktuell. Oh, Moment, Augenblick. 92, da hat sich ein bisschen was getan. Ich habe hier 6 Leute auf einmal. Einmal habe ich hier wieder Arbeiterinnen und Arbeiter. Was gut ist. Was gut ist. So, die halte ich aber erstmal so im Hinterkopf und als Reserve. Nehmen wir mal kurz auf Turbo. Und ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt hier bei der Geschichte jetzt ein Short bei rumkommt. Weil ob der dann veröffentlicht wird, ist immer noch eine andere Sache. Ne? Wenn ich hier nichts finde in meinem Let's Play, wo ich meine, das könnte ich eventuell als Short anbieten. Ne? Weil es funktioniert halt nicht alles. Ne? Das habe ich auch schon feststellen müssen. Es geht halt nicht immer, dass man sagt, ich mache mal dies und mach mal das und so. Das muss ja auch bei euch, bei dem Publikum, den Zuschauerinnen und Zuschauern, muss das ja auch ankommen, weil ja, sonst macht das ja alles keinen Sinn. So. Okay, ja, ich hatte so schon in der letzten Folge so ein bisschen geguckt, was könnte man denn noch alles so bauen, was macht Sinn? Was habe ich schon gebaut, was könnte ich noch machen? Ah ja, Druckerpresse, das war's. Ich hatte doch da ja Dinge vor. Ich hatte festgestellt, kostet 400, ja, das machen wir natürlich. Druckerpresse bringt den Leuten was, und zwar Wissen. Ist die jetzt richtig rum? Oh ja, die ist richtig, aber trotzdem falsch. Moment, wohl. Eigentlich ist es Wurst, aber ich habe da so meine Eigenheiten. Und die ich ganz gerne pflege. So, jeder hat so seins. Druckerpresse, wo war es denn jetzt wieder? Hilfe! Da. Die setze ich hier hin. So. Dann muss das jetzt wieder weg. Ja, will ich, muss ich, weil geht nicht anders. Ich brauche hier Energie. Jetzt muss ich wegen den Weg, muss ich dann natürlich dann auch gucken. Wie mache ich das jetzt am schlechtesten? Also ein Laufrad brauche ich eigentlich auch, aber dann nicht unbedingt an der Stelle. Moment. Energie. Erstmal muss ich das Energieproblem lösen. Dazu muss ich hier näher ran, sonst seht ihr nichts und ich sehe auch nichts und beides ist schlecht. So. So rum müsste es gehen, genau. Und dann würde... Nein, wieso sind die noch verkehrt? Prinzipiell. So. Das Ganze so rum funktionieren. Ich hatte hier schon mal das Problem hier mit der Treppe. Muss ich das jetzt wieder machen? Oder wie ist das jetzt am besten gewuppt? Ich muss erst mal was anderes überlegen. Also das erstmal wegreißen macht prinzipiell Sinn. Ja. So, ich mach die Dingen hier mal bis dahin weg. Moment, da muss ich was anderes setzen. Hinzu nicht. Anders. Dass hier noch nichts gebaut wurde. So. Ja, ich geh mal ein bisschen näher ans Mikro, sonst hört ihr mich nicht. Und was auch nicht schlecht, auch nicht gut ist. Energierad! Kommen wir einfach mal zu dem Thema. Ich brauche hier ein Energierad. Da habe ich den Anschluss, da kommt der rein, der gute Biber, die gute Biberin. Das sollte funktionieren. Dann brauche ich jetzt aber da so etwas. Moment, Augenblick. Ist das richtig? Moment mal. Nee, in die Richtung eigentlich. Also kurz mal überlegen.
Moment. Das wäre zu wenig. Das geht nicht. Da brauche ich die Anbindung daran. Ich brauche also hier so einen Dreier. Da habe ich nur, glaube ich, bestimmt nur falsch positioniert. Der müsste dann, Moment, rotier so rum, genau. So rum wird ein Schuh draus. Hier noch hin, was hinzumachen, macht keinen Sinn. Das bringt nichts mehr. So, dann die Geschichte mit den Faden. Oh, das wird aber alles heftig. Das wird alles heftig. Ich brauche. Denn jetzt am schlechtesten hin? Ich brauche erstmal hier so ein Teil. Das brauche ich auch hier nochmal, glaube ich. Ansonsten brauche ich hier eine Treppe, aber nicht so rum, sondern so rum. Dann Fahrt. Zack, 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 zack. Dann kommt der daran. Die kommen hier hoch. Moment, Fahrt. So. Da. Das geht für mich. Das heißt, ich brauche hier eine weitere Plattform. Und jetzt kann ich die Treppe da hinsetzen, sonst hätte das nicht funktioniert. So, dann Fahrt. Fahrt hier noch. Fahrt hier noch hin, hier hin. So, jetzt haben wir es. Hoffe ich. Mann, ist das eine Konstruktion. Das wird lustig. So, das müsste jetzt funktionieren. Ja. Könnte theoretisch auch eine Verbindung hinsetzen, das macht Sinn, glaube ich. Ja. So, dann werde ich jetzt hier demnächst Bücher produziert. Hätte ich denn in irgendeinen von dem. Oh, ich glaube, die sind beide voll, ne? Da geht nichts mehr. Irgendwo muss ich die Bücher ja auch lassen und sowas wie eine Bücherei habe ich hier noch nicht gesehen. Es sei denn, ich habe sie übersehen, was natürlich durchaus sein kann. Zu dem Zweck gehe ich hier nochmal durch. Hier werde ich die nicht finden. Das sind Lagergeschichten. Das ist Arbeit. Wohnen ist nur Wohnen. Wasser ist nur Wasser. Nahrung ist nur Nahrung. Holz ist nicht unbedingt nur Holz. Ne? Also hier Druckerpresse und so. Ne? Ja, jein. Ne? Was ist das? Eine Zapfenhütte. Beschäftigt Zapfer, die Saft und Sirup von Bäumen sammeln. Ahornsirup und Kiefernharz. Oh, das wären noch Dinge, die vielleicht dran zu denken sind. Und hier haben wir noch Holzwerkstatt. Okay. Verstärkt Planken durch die Behandlung mit Harz. Okay, Harz habe ich auch noch nicht. Müsste ich gewinnen. Okay, verstärkte Planken oder sowas. Das haben wir hier eine Mine. Aha. Energie kennen wir ja jetzt hier schon fast alles. Die große Windmühle noch nicht und die Schwerkraftbatterie auch noch nicht. Speichert Energieüberschuss und speist ihn ins Netz ein, wenn zu wenig Strom vorhanden ist. Je hochwertiger die Bauweise, desto mehr Energie kann sie speichern. So freischalten würde ich das Ding schon mal. Wenn ich das mal eben weg. Energieversorgung Nachfrage im Netzwerk. Wenn ich das richtig sehe, wird da im Augenblick so um die 490 produziert. Ne? Ja gut, jetzt wird natürlich im Augenblick nichts. Ne, hier stehen ja alle Räder still. Gut, das Moped ist im Augenblick ausgeschaltet. Ja gut, wir warten jetzt mal kurz ab. Jetzt habe ich hier die Nacht damit verbracht. Da habe ich Wasser, hier habe ich Wasser. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich nehme mal hier auf Speicherräumen. Das Ganze so ein bisschen dann verteilt und ich muss gucken, vielleicht mache ich noch eine weitere Pumpe. So,
Zukunftsmusik. So. Okay, hier wird jetzt eifrig produziert. Nur um zu gucken, wie das denn jetzt überhaupt aussieht, hier von wegen Energiebedarf. Hier läuft so ziemlich alles zusammen. Wir haben hier Energieversorgung, Nachfrage. Wenn ich das richtig sehe, wird mehr nachgefragt, als ich produziere. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Es ist nicht gut. Müsste ich jetzt hier schon hingehen und den zusätzlich dazu basteln, damit sich hier überhaupt was tut. Moment mal eben, da haben wir jetzt so langsam ein Problem. Wo bin ich hier? So, ich hatte das ja hier weggenommen, weil ich gesagt habe, hier ist irgendwie die Strömung nicht so stark, aber das sieht doch strömungstechnisch wesentlich besser aus. War das wieder so ein Schnellschuss von mir? Ich muss jetzt Sachen wieder ausprobieren. Ich bin hier wieder im Probiermodus. Sorry dafür. So, das kommt weg. Dafür kommt das Ding. Huch. Moment mal eben. Ach! Nee, Moment, war doch richtig, ne? Kann ich den. Den kann ich da nicht dran setzen. Das war das Problem. Ich brauche einen gewissen Abstand. Das richtig? Ah, daher, ja, und da ist tote Hose. Schnellschuss. Ja, sehr gut, Nandos. Das hast du wieder prima hingekriegt. Da ist natürlich nichts zu tun. Alles klar, alles klar, alles klar. Plattform, wo sind die Plattformen? Hilfe, ich brauche eine Plattform, ich brauche die schnell und überhaupt. Und hallo, Plattform. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Energie, 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 wo bist du? Da. Bin ich schon. Ich wollte eine Idee haben. Auch das Ding bitte möglichst zügig erstellen. So kommen die da überhaupt jetzt dran. Das ist ein anderes Problem. Moment, ich habe da eine Leiter. Ja, doch, das kriegen wir hin. Das kriege ich immerhin hin. Wenn ich sonst nichts hinkriege, aber das. So, dann haben wir die Geschichte und alles weitere muss ich gucken. War wieder eine Glanzleistung. Habe ich noch Leute? Ich habe noch Leute in Reserve. Mal alle hier rein, damit die Energieversorgung gewährleistet ist. Sonst kann ich hier für nichts garantieren. So, ja, ist ja aber das Problem bleibt, unabhängig jetzt davon, dass ich die beiden da ganz kurz mal abgekoppelt habe. Wie kriege ich denn da jetzt noch mehr Energie ins System? Über Wasser. Jetzt hier hingehen würde, würde das gehen? Vom Platz her müsste es eigentlich reichen. Just a moment, please. Vielleicht war das gar nicht mal so verkehrt, das Ding da abzureißen. Also zumindest hier den Kollegen hier. Ja. Energieeinspeisung braucht dann so etwas wiederum. Ja, der war so richtig. Cool. Okay. Tempo. So, ich hoffe, die kriegen das so hin, sonst müsste ich da irgendwie andere Wege gehen. Überlegt gehabt. Keine Ahnung.
Ja. Das wird noch lustig werden. Und die da doch an. Was anders? So. Die Plattform existiert ja jetzt. Dann nehme ich da mal den Pfad weg. Also ein Stück davon, nicht den gesamten, sonst haben wir Problems. So, ja. Und dafür, wenn ich jetzt hier eine Holztreppe hinsetze, das müsste eigentlich reichen, ne? Eieieiei. So. Ich hoffe, das geht. Ja. Okay, also die Überlegung, ja, falls ihr euch wundert, ich möchte ganz gerne jetzt hier noch so zwei Wasserräder hinsetzen. Wenigstens zwei. So dass hier die Gelegenheit, also dass hier mehr Strom produziert werden kann. Ich muss halt gucken, wegen der Strömung, ob das Ganze so funktioniert. Und wird sich dann herausstellen müssen. So, wie sieht es überhaupt aus? Ich habe da noch zwei Leute in Reserve. Hier ist ja irgendwie alles eingespannt. In Bezug der Energieproduktion im Augenblick. Huh, ja. Hm. Cool. Oder auch nicht cool. Nachdem. Schauen wir mal, wie sieht es hier oben aus? Mal ganz kurz geguckt, wie weit sind die hier? Oh. Kiefernharz, das habe ich nicht Oh nein. Ja, toll. Das sollte ich dann aber auf jeden Fall noch machen. Ich brauche Kiefernharz. Da brauche ich doch bestimmt eine Sammelstelle für. Da sehe ich doch kommen. Moment mal eben. Nein, das ist nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Wo war das denn jetzt wieder? Verdammt. Entschuldigung. Holz. Nein, das. Irgendwo war doch was mit Nahrung. Wo war das jetzt wieder? Das ist für die Pflanzen. Das sind die Geschichte. Bäume und mal verwende. Pflanzen müssen bestimmt. Förster. Ist klar. Bauernhaus. Rohrkolben, Teichrosen, das ist diese aquarische Geschichte. Lass mich durchschlagen, jetzt fällt mir im Augenblick nicht. Ach, hier Nahrung. Ah. Ja, sehr. Sammelfahne. Bären, Kastanien, Löwenzahn. Moment. Bären und wo? Wie kriege ich die von Harz? Bäume fällen ist klar. Das werde ich herausfinden und euch präsentieren, aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, 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 alles Gute und genießt die Zeit.